So, und da sind wir wieder bei Bioshock. Ich stehe jetzt hier woanders, als ich vorhin stand, weil neue Aufnahmen und so weiter. Und ich wollte mir noch kurz den Schadensboost holen. Und zwar für den Karabiner, den mag ich nämlich sehr. Yep, sehr schön. Und mehr kann ich mir auch gar nicht leisten. Ja, und dann wollen wir mal weiter, würde ich sagen. Tap, tap, tap. Ich weiß nicht warum. Also ich habe jetzt nicht Tabulator gedrückt. Hier können wir weiter, aber wir müssen die Sachen aus dem Weg schaffen. Dann drücken wir einmal hier den Hebel. Das wird absolut fantastisch. Woher hat die das Ding? Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Mal ganz davon abgesehen, dass im Moment meine Munition voll ist. Die Strecke ist frei. Aber in welche Richtung wollen wir? Ja, sehr wahrscheinlich nach da. Und dann waren wir hier. Also, ich soll jetzt Shock Jockey in der Hall of Heroes suchen. An der Halle der Helden, quasi. So, und dann wollen wir schauen. Kann ich hier eigentlich runter? Dahin? Nee. Gut, dann. Die fährt nicht so schön wie wir. Hi. Ja, auf jeden Fall muss ich dann hier einmal rüberspringen. Und dann geht's hier hoch zur Hall of Heroes. Natürlich wieder mit dem Prophetenschild oben drüber. Und hier einmal hinabgestiegen. Also abgesprungen. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Grandioser Bart im Übrigen. Ja, Muni ist, glaube ich, komplett voll. Bis auf die Sachen, die wir nicht nutzen. Da weiß ich es nicht genau. Und, ey, bleib hier. Komm, bei Fuß. Was haben wir hier? Die Panzerfaust. Munition für die Panzerfaust. Die Munition nehmen wir mit, die Panzerfaust lassen wir erst einmal liegen. Und dann haben wir hier noch ein Voxophon. Ey, wie du labest wieder dazwischen. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Okay. Ja. Also der ist ein bisschen angepisst. Habe ich das Gefühl, dass seine Errungenschaften im Krieg und Blut und so weiter und ich glaube auch vor allem, dass seiner Kameraden, dass das nicht so gewürdigt werden wird, wie es sollte. Und stattdessen in eine, wie war das, knallgrell geschminkte Hure verwandelt werden. Da siehe, schöne Statue. Booker, hier ein Gewehr. Hä? Oh. Ich hab Munition! Ach ja, stimmt, die gibt einem. Genau, die gibt einer Scharfschützengewehr. Tut mir ja leid. So, tauschen wir das noch gegen den Karabiner. Kein Blechsoldat wird dich hier besiegen. Ich weiß nicht mehr, wovon der redet, aber ich werde ihn nicht besiegen. Mehr habe ich im Moment nicht. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Rock Jockey unter nichts wie weg. Also, man sieht, dass. Ist schon eine sehr nette Waffe. Was hast du zu bieten? Ein Headshot habe ich dir zu bieten.
Ein für dich und ein für dich. Und die stehen alle wie die Ölgötzen da und warten darauf, dass ich ihnen eine Kugel mitten durch ihre schönen Visagen schieße. Wofür? Ich habe dir doch gar nichts gesagt. Also ich habe dich noch nicht mal was gebeten. So, ach, da hinten ist der nächste. Ich hab Munition. Wofür? Achtung! Danke. Uah. Ich weiß nicht mehr, wo du bist, Kumpel. Okay, ich glaube, das war's. Dramatische Musik hat aufgehört zu spielen. Da haben wir noch die Shotgun beziehungsweise die Schrotflinte. Noch mehr Schrotflinte. Munition für Karabiner, den ich nicht benutzt habe. Munition fürs Präzisionsgewehr. Keine Ahnung was. Was haben wir hier? Munition für Präzisionsgewehr. Also, neue Waffe bekommen. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut, weil ich jemand bin, der ganz gerne mit Sniper-Gewehren spielt. Blöd finde ich. Na gut. Es ist nicht blöd, es ist eigentlich logisch, dass man nur zwei Waffen mitnehmen kann, weil irgendwann kann man nicht mehr. Leer. Okay, leer. Ich finde im Übrigen auch noch schön dieses meisterliche Graffiti hier. Hall of Whores. Statt Hall of Heroes. Ist das? Achso, Geld. Das sammeln wir natürlich auch nochmal ein. Sind wir nur Schrotflinten. Na guck mal, der Dollar Bill. Hallo Dollar Bill. Munition für Karabiner müsste noch voll sein. Präzisionsgewehr. Okay, ist auch voll. Also jetzt. Hier ist etwas Geld. Oh, gerne. Wo steckst du zum Henkermädel? Egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall super gezielt. Mit dem Geld schnippen. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Hall of Heroes, wieder mit dem Songbird. Ich behaupte einfach, es ist der Songbird. Betritt die Hall of Heroes, jawohl. Cornelius Slade, der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher ist oder war. Woher hast du eigentlich das Laternchen? Suche Chock Jockey in der Hall of Heroes. Also dieselbe Aufgabe wie vorhin auch. Nur, dass wir jetzt schon angekommen sind. Ach, da geht's wieder raus. Wer bist du denn? Egal, du hast Geld dabei. Salze sind noch voll. Ach ja, wenn die nicht alle so gleich aussehen würden. Ich halte mich ja ein bisschen. Na, guck mal da. Das ist mal ein Messer. Also, ein Messer. So. Na, Kleine, da haben wir hier noch ein Boxophon. Das hören wir uns direkt auch mal an. Es sieht nach Slate aus. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slade, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit.
Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Yeah. In der Zwischenzeit haben wir hier ein paar Viecher, man nennt sie auch Menschen, erledigt. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Unser Prophetvater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slade? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie oder ein echter Soldat. Siehst du, du bist ein Killer, Booker. Gib uns das Schockjockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Findet Schockjockey. Ja, gut. Hat sich jetzt nicht viel geändert an der Aufgabe. Haben die echt nichts Besseres zu tun, als hier zu sterben? Jetzt mal ehrlich. Muss doch irgendwie... Familie, Briefmarkensammlung, irgendwie sowas. Ach, guck mal, einer, schau. Da haben sie den Slate rausgenommen. Also, zumindest steht seine Figur hier. Leer, und dann nehmen wir hier erstmal das und dann den Silberbarren und dann die Infusion. Und diesmal gehen wir wieder auf Leben. Genau das, was wir jetzt brauchen. Oh ja. Was haben wir da? Salze müssten das sein, ne? Okay, war eh nichts Gutes drin. Da können wir es auch direkt abschalten. Hier ist noch irgendwas in dem Kasten. Und... Ach, wie sie alles schön beschmiert haben. Also nicht ihn. Aber hier... Tin. Ach, Tin. Ja. Blechsoldat, okay. Darauf bezieht sich das. Weil... Ich versuche sie mit Verbandzeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige. Ist doch okay. Ist doch völlig okay, Kleiner. Habe ich mich beschwert? Ich glaube nicht. Warum bewegt er sich? Na gut. Da oben war gerade Profil Speichern. Und dann haben wir hier Minuteman's Armory. Die Pistole, Schadensboost 1. Panzerfaustschaden. Hatten wir das nicht schon mal gekauft? Na gut, dann machen wir das. Sehr schön verkauft. Achso, verkauft an mich. So rum. Die Boxer-Rebellion. Gehen wir hier mal rein. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Frage ist, ob man darauf jetzt stolz sein möchte.
eine Stadt in Brand gesteckt zu haben. Ja, schauen wir erstmal hier. So, das ist leer. Silberbarren, irgendwas zu malen. Und Klamotten. Der letzte Mann. Ausrüstung nehmen. So, hier haben wir wieder die Visage vom Slate. Die hier einfach mal so in der Gegend rum. Hallo? Auf einmal war er da. Aber sieht schon geil aus. Der köpft hier gerade irgendjemanden und die schreit irgendwie und ja. Und Rache. So, lauf dann immer so vor, Kleene. Ich weiß ja, du bist wahrscheinlich unverwundbar, aber trotzdem. Darbietung aktivieren. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er es und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Ja, ganz tolle Reime, ganz tolle Show. Ich bin begeistert. Und das sieht schon sehr geil aus. Ich möchte mal behaupten, wenn Museen so aussehen würden, ja? Gut, dann würden erstens die Leute ständig irgendwas kaputt machen, aber dann wären zumindest Leute da. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Ich häng fest. Vorsicht, Fireman! Was wohl jetzt schon wieder? Nervig ist, ich renn hier ständig. Hallo, lauf mal bitte. So. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre! Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slate. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, Gesundheit zum Beispiel. Nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancers. Wer sind die Ghost Dancers? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten! Sie wollen uns zum Schweigen bringen! Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Eine Ration. Finde ich gut. Leiche durchsuchen. Mit einer Banane. So. Braucht man nicht nachladen. Ist noch halbwegs voll. Ich finde sie grandios, wie Slate immer so... Such mich unter den Ghost Dancern. Und er sagt, ja, wir sollen zum anderen Exponat. Schauen wir mal. Dass wir hier so langsam aber sicher dann auch zum anderen Exponat gehen. Achtung. Ja, genau. Das ging schnell. Weiß nicht. Es gibt garantiert eine Menge Leute, die gern ewig leben würden, aber das ist mal eine ganz andere und sehr philosophische Diskussion. Ob denn das ewige Leben es wirklich wert ist.
Ach, guck mal. Haben wir vorhin gar nicht gesehen. Also ich habe den nicht gesehen. Wounded Knee, Boxer Rebellion. Sehr schön.